Hallo Löwenrudel, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution 2 in unserem Jurassic Park. Die Aufnahme entsteht nach dem Stream und nach der Sonderfahrt, die ich hier mal gemacht habe. Man hat leider hier in dem Bereich nicht sehr viel gesehen, finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem, ich wollte mal so die Fahrt machen, wie es denn wohl wäre. Und ich habe natürlich ein bisschen Zeit vorlaufen lassen wegen dem Geld für den Tyrannosaurus Rex. Wir haben soweit in der Forschung, wenn wir mal kurz reingehen, Forschung ansehen, hier alles erforscht, müssen aber jetzt Expeditionen machen und die sind richtig teuer. Wenn ihr gerade mal schaut, hier Expeditionscenter, und zwar haben wir gerade einen T-Rex hier, kostet 2,1 Millionen, die Expedition. Ja, gut, werden wir es mal machen und ich sehe gerade... Da braucht jemand Pause. Das passt erstmal. Dann gehen wir gerade schon mal ins Personalbüro. Dann soll sie mal Pause machen. Und ihr gerade mit... Achso, warte, du bist mitgegangen. Ja, okay, alles klar. Gut, lassen wir die Zeit mal wieder laufen. Und wir haben eine Verletzung. Was ist denn da los? Wegen der Nahrung und Wasser. Was ist doch alles da? So ganz. Okay, das haben wir mal beobachten. Fahrzeug ist gerade schon unterwegs. Gut. Wir werden mal schauen wegen dem T-Rex-Gehege. Ich hätte es gern hier so gebaut. Als großes Highlight. Und zwar mit dem stärksten Zaun, den wir haben. Den hier, Nummer 5. Ich würde sagen, wir fahren mal hier so. Leicht an der Straße hier entlang. Antion. Und da ist auch schon die Grenze. Ja, sehr gut. Werden wir das genauso abschließen. Und zwar nehmen wir den See hier so mit, so wie es auch geht, mit der kleinen Insel hier in der Mitte. Das sollte mehr als ausreichend sein für den T-Rex, wenn er dann hier reinkommt. Oh ja, und dann hier so mit den Aussichtsplattformen auf der großen Ebene. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Gefällt mir. Okay, Attraktionen, Beobachtungsgalerie. Hätte ich gerne eine gerade hier in der Mitte. So ein Turm hätte ich dann auch gern. Wobei, der bringt jetzt sehr viel, ne? Außer vielleicht da hinten im Wald. Ja, warum nicht? Ansonsten der Bunker. Ah, Toilette. Ne, das lassen wir mal so. Okay, dann machen wir den Straßenanschluss. Bei dir. Luxuspfad, bitte. Wie läuft das jetzt hier, wo du so nah bist? Oh, eigentlich überraschend gut. Ström. Großes Umspannwerk. Das kleine, glaube ich, jetzt. Wobei. Probier's mal mit Gott den großen. Habe ich nicht, aber könnte ich erforschen. Was ist aus der Expedition worden? Ist die schon vor. Oh, die ist schon vorbei. Okay, krass. Ne, Moment. Fossilien bitte, danke. Schreibt Stufe 8. Ich wusste gar nicht, dass es so hoch geht. Okay, alles klar. Ja, bitte, danke. Du einmal forschen und das Geld, ja, 4,1 Millionen. Wenn es denn geht, würde ich das noch ein bisschen verbessern wollen, weil ich habe keine Lust auf Stress mit dem T-Rex.
Ja, Personalbeschäftigte. 3,4 Millionen. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Was macht sie bei einer Ausgrabung für 3,4 Millionen? War sie da gerade ein Luxusressort oder? Alter, Scholli. 3,4 Millionen. Na klar, irgendwo muss die Challenge im Spiel noch drin sein, aber trotzdem 3,4 Millionen. Drehen. Das kriege ich halt nicht in einen rein. Machen wir das einmal so. Und so. War ja noch so ein Teil. Sieht halt echt nicht so schön aus. Strommast. Geht das? Ah, shit. Ist halt irgendwie so semi-geil, ne? Wie schauen wir denn aus mit dem Verbrauch? 44 und ja gut, 60. Okay, dann haben wir also noch ein bisschen Puffer hier. Und die Einfahrt brauchen wir ja auch noch. Die werden wir... Ja, bald wäre noch schön. Hier ist mehr, was hier nach oben geht. Was immer im Wald rein und dann natürlich die Ranger-Stationen. Bei der Größe brauchen wir zwei. Okay, wie ist mit der Auslastung? Ranger-Team, Aufgaben 1, das ist okay. VU-Team 3, 5, ja, okay. Hier wieder alle voll ausgelastet. Müssten wir eigentlich gerade wieder nachbauen. Zum Futter. Was haben wir hier so? Ein von der Bepflanzung her finde ich das schon ziemlich geil, wie das so ist. Hier der See mit der Insel und da kann er da so rumgehen. Hier sehen die Leute. Wenn er sich verstecken will, dann kann er halt hier rein, beziehungsweise primär da rein. Ich meine, da kommt dann der Ranger raus. Stichwort Ranger. Vielleicht für die Optik mache ich dann mal einen kleinen Weg hin. Ah, ist okay. Moment. Sturm? Wieso? Altersschwäche. Ja, okay. Muss ich den jetzt abholen lassen? Ja. Das ist das erste Mal, dass ich einen Dino hatte, der hier an Altersschwäche gestorben ist. Einsam. Gut, die Homeos, also wie viel haben wir denn von dem? Mal kurz nachgucken. Wo ist der? SSS. Hä? 2. Sozial 25, tolerant 25. Gut, wir werden da nochmal ein paar Blüten, damit der nicht einsam ist. Okay, wie schauen wir da aus? Gelege 2. Wir machen jetzt nochmal eine Expedition. Und zwar. Warte, das ist jetzt selbst. Ah, da. Oh, 2 Millionen. Geht sogar noch günstiger. Oh, vielen Dank. Alles klar. Und tschüss, Sikorski. Transport im Gange. Cool, dann fast forward bitte. Wenn das hier schneller geht. Ansonsten. Ah. Ihr seid soweit. Ja, nehmen wir gerade mal alle 93.000. Im Feld ist ja noch ein Schnäppchen hier. Und wieder weiter, ja. Ich denke, an sich ist der Park gar nicht mehr so schlecht geworden. Nice.
Beerdigt freilassen und die werden wir dann alle hier hinten in der Ecke ungefähr freilassen. Und dann sollte es eigentlich wieder passen hier. Man hätte jetzt natürlich noch so eine Fahrzeugtour hier machen können, aber ich denke, das ist schon so okay, wenn man zwei Plattformen hier für den T-Rex. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie rerouten, dass das Sinn machen würde. Also man macht eine komplett neue Tour hier. Die finde ich eigentlich schon ganz gut genug, wie sie ist. Produkt wurde eingesammelt. Ah, sagt sich nicht immer Produkt, das klingt so abwertend. Meint hin. Da hinten. Doch, eigentlich bei dem Scope, aber warum sind die auf Fragezeichen? Cool. Expedition abgeschlossen, dann werden wir weiter forschen hier. Oh, wir haben wieder eine 8. Nice. Und eine 6. Ja, bitte, danke. Einmal so und wieder einer für den Urlaub. Ausruhen, dankeschön. Jetzt könnten wir mal schauen, 3 Millionen haben wir noch. Wir könnten noch die andere Expedition machen. Wo waren die? Okay, da haben wir einfach das Skill-Level nicht dazu. Wie schauen wir denn hier aus? Nicht das, was ich suche. Velociraptor, Velociraptor. Ja, okay. Dann müssen wir warten. Mit Urlaub. Okay. Ich würde mal sagen, ich werde erstmal hier weiter forschen, Geld sammeln und noch die Expedition machen. Und dann komme ich gerade wieder. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich war gerade dabei, noch eine Tour zu machen bei der Expedition. Die haben wir gerade fertig und die Fossilienerforschung. Aber jetzt ist gerade was Interessantes passiert, denn unsere Fahrzeugtour ist abgeschalten worden. Wir haben eine Notabschaltung bekommen und wir müssen Ranger entsenden und ich habe keine mehr. Ich baue jetzt gerade hier so ein Ranger-Zentrum, also eine Unterstützungsanlage. Hier habe ich noch Restaurants reinpflanzt und eine Toilette. Und ich hoffe, ich kann die losschicken, denn ich glaube, es geht hier um diese Fahrzeuge. Denn wenn wir hier mal reingucken, die sind off track. Die sehen aber zwar halbwegs noch intakt aus, also vor allem das. Ja gut, okay, es ist ein bisschen abseits, aber es geht vermutlich um das Fahrzeug. Die anderen Tourfahrzeuge, die zwei sind hier noch auf der Schiene drauf. Die zwei auch, die zwei auch. Also müssen wir, glaube ich, die jetzt mal hier retten. Und ich hoffe, das wird hier schnell fertiggestellt. Das ist ein First für mich. Oh, und weil ich es gerade sehe. Das geht schon mal gar nicht. Glätten. Abflachen. Hier. Nein, Moment. Glätten. So. Ja, das sieht besser aus. Ein bisschen mehr bitte noch. Okay, gut, wieder weiter. Macht schneller, da ist ein Fahrzeug auf der Straße. Nee, auf der Straße, vor der Straße abkommen. Fahrzeug Nummer 1, Aufgabe hinzufügen. Ist das jetzt eine Option? Faktor 1. Oh, es gibt primär um das oder wie? Will ich aber mal schauen, was du machst. Hallo? Ach, du fährst nach da oben hin, oder wie? Ich dachte, der würde jetzt zu dem Fahrzeug hinfahren, was ein Problem hat. Ach ja. Ach, das kannst du dann auch einmal kurz machen. Es sind noch zwei Dinos gestorben, jeweils wegen der Altersschwäche. Bin mal gespannt. Ich bleib mal hier. Ja, lol.
Die fahren dann einfach normal weiter. Alles klar. Und noch ein Velociraptor. An Altersschwäche. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wie haben wir da jetzt noch? Velociraptor bestimmt 2. 55% haben wir da. Gut, gibt erstmal keine neuen. Dann wäre noch die Forschung hier angesagt. Mann, 6er hier. Nummer aus Neugierde. Velociraptor würde wie viel kosten? Bringt uns nichts. Ich glaube, die waren hier hinten. Nope. Auch nicht. 1000. Ja, machen wir mal. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist. Und den habe ich ja eh auf der Abholung drin. Ach, ein gefährlicher Sturm. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Vorspulen, dann gibt es doch noch ein bisschen Action jetzt hier. Da kommt er auch. Gut, wir haben ja Gott sei Dank die Unterstützungseinheit hier. Die, also die Anlage, die eh nichts zu tun hat, die kann sich dann genau um diese Sturmschäden kümmern. Wo? Okay. Moment mal, pausieren. Wo ist der Ranger? Hier bitte. Aufgabe hinzufügen. Reparieren und auf dem Weg kannst du noch erstmal nichts machen. Okay, lass ich mal kurz so. Ach nö. Verletzung. Und Angriff aufs Auto. Ja, so eine Scheiße. Helikopter. Probe hinzufügen, bitte. Also den richtigen Erwisch. Da, bitte. Und dann schauen wir mal, wenn ein T-Rex synthetisieren. Was ist denn? Da. 95%, fair enough. Ungesellig und intolerant. Das werden wir ändern. Nein, ich habe das nicht erforscht. Okay, machen wir schon mal das hier zweimal. Speichern. Nochmal modifizieren. Forschung ansehen. Braucht's. Hä? Bist du jetzt doof? Zeig mir das bitte nochmal. Forschung erforderlich Gruppenanpassung. Ja, Gruppenanpassung ist was? Reiner Muster. Okay. Gut. Skippt man das mal. Das will ich jetzt nicht machen. Oh, wait a moment. Soundeffekt. Shit. Kurz koordinieren. Du hier. Aufgabe hinzufügen. Einmal. Komm. Dahin. Dann haben wir hier noch das ja. Und das dritte ist da oben, aber da geht schon mal jemand hin. Okay, wieder weiter. T-Rex synthetisieren. Eine Million. Das Ausbrüten wird dann sicherlich nochmal mehr kosten. 3. Und schon nochmal kein Geld mehr. Oh, wir haben jetzt schon 2 Verletzungen. Wo ist die? Sind das alle beide hier da?
50%. Okay, ich kann nichts für den Sturm. Oberfläche wunden, okay, da kommt die Veterinäreinheit dann hin. So ein Shit, ey. Aber solange keiner hier ausbricht. Und mit dem Zaun hier, der sieht doch noch. Nee, sieht nicht gut aus. Okay, da hat es ein kleines Loch. Ah, ja, gut. Sind ja die Pflanzenfresser. Von daher. Cool. Also, wir haben wieder gutes Wetter. Weitestgehend. Es ist noch neblig. Ich glaube, ich habe mal jetzt Fossilien mal ansehen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Velociraptor, ja, bitte. Let's go. Wie lange warst du noch? Minute 25. Ja, Moment mal. Bereit zum Ausbrüten. 1,9 Millionen. Okay, damit habe ich fast schon gerechnet. Und dann 30% Bedrohung, 15% Dominanz, mal keine anderen Spezien. Okay. Das ist nicht so geil. 30% dass Saudia Kontakte knüpft. 15% Dominanz. Und er hätte noch gerne einen zweiten. 1,9 Millionen, gehen wir das Risiko ein. Ja, aber nicht. Okay, also ich werde mal ein bisschen vorspulen, bis ich 1,9 Millionen habe. Und dann gehen wir mal das Risiko ein. Auch wenn ich es nicht tun sollte. Also, wir sehen uns gleich wieder. Also, kleines Quick-Update. Einer der Saurier aus unserem großen Gehege hier, als er Soundeffekt war, ist ausgebrochen. Und es gab zwar keine Verwundeten etc., aber der Dino ist hier raus und der Helikopter hat ihn gerade niedergeschossen, und zwar direkt vor dem Tourfahrzeug hier. Und es hat auch angehalten. Ich bin impressed. Ja. Und bring's jetzt gerade wieder zurück. Wir waren kurz in die Miese und es geht auch weiter runter, inklusive der Bewertung, vermutlich gerade wegen dem Dino. Und ja, ich hoffe, ich kriege dann langsam mein Geld, damit wir unseren T-Rex hier entwickeln können. Währenddessen, wir haben nur noch ein Velociraptor, würde ich auch gern hier noch zwei, drei wieder entwickeln lassen, damit der hier nicht alleine ist. So mal als Ding, was hier beim Bart passiert ist. Also, bis gleich! So, liebe Leute, da bin ich wieder da und es ist viel zu viel Zeit vergangen. In Fakt eigentlich ein ganzer Tag. Ich habe gestern Abend, wollte ich weiterspielen, damit ich Geld kriege. Damit ich endlich den T-Rex ausbrüten kann und dann kam da ja der Sturm und dann bin ich ein paar Mal bankrott gegangen und ich habe dann hier die Sachen abreißen müssen und Geld zu sparen. Es sind Dinos gestorben, ich habe Upgrades installieren müssen, damit mir das Geld nicht ausgeht. Und habe ein paar Wissenschaftler gefeuert, jetzt wieder neu eingestellt. Habe hier noch ein Upgrade installiert, das hätte ich viel früher machen sollen. Mit günstigerer Kinetik, mindestens 20% Kosten für Synthese und Brutvorgang. Und endlich habe ich 1,7 Millionen. Und wir können den T-Rex ausbrüten und hier reinlassen. Wir haben aber noch einen Neuzugang. Und zwar... Na, nicht ihn hier. Wo ist er denn? Mr. Big Boy. Er da. Da ist auch ein Triceratops. Wo ist denn der Große? Hier ist er. Ein Apatosaurus. Okay, Leute. Da bin ich wieder. Und ich bin angepisst. Es hat in fact einen ganzen Tag gedauert, bis ich jetzt zu diesem Punkt hier gekommen bin. Und ich hatte... auch einen Teil davon aufgenommen gehabt, aber dann hat OBS nur ein Standbild aufgezeichnet und ich war schon geraged, weil das Spiel mich einfach ausgepackt hat und dann habe ich das mit der Aufnahme jetzt auch nur gesehen und I am done mit Jurassic World. Das
Oh, es hat mich so angekostet. Wirklich. Wie gesagt, ich habe einen ganzen Tag gebraucht, damit ich überhaupt mal die Finanzen kriege, weil ich bin mehrmals bankrott gegangen wegen diesem Sturm. Dann habe ich kein Geld mehr gekriegt. Dann ist ein Timer gelaufen. Da habe ich gesagt, okay, wenn du nicht innerhalb von 2 Minuten wieder im Plus bist, dann hat's nicht, dann ist das Spiel vorbei. Dann habe ich immer wieder geladen. Dann habe ich Sachen abreißen müssen. Und dann noch die ganzen Sachen wie jetzt hier. Dino ist wieder gestorben. Gesundheitsding, Stromausfall. Ich habe dann hier wieder rearrangen müssen. Ich habe dann wieder nachfüllen müssen. Also alles Geld kostet. Das hat mich zur Weißglut gebracht. Und ich weiß, es gibt Mods, die das alles ein bisschen, den Stress ein bisschen wegnehmen. Gott, das ganze Micromanagement. Und ich wollte es halt im Vanilla spielen. Das ist de facto das 6. Mal, dass ich jetzt hier den Anlauf mache, dass das mit dem T-Rex funktioniert. Und vor einer halben Stunde habe ich es dann endlich geschafft. Habe auch noch mal ein schönes Schlusswort gesagt. Und dann gehe ich ins Editing in Premiere und sehe dann, ich habe noch ein Standbild. Und ich bin explodiert. Ich mag nicht mehr. Wirklich nicht. Und ich werde euch gleich den T-Rex zeigen. Der ist nämlich gerade hier da unten. In fact, wir können eigentlich gerade mal kurz da unten hingehen. Hat leider nicht die beste Pose gerade. Das ist unser T-Rex. Und ganz ehrlich, ich mache die Mission nicht weiter. Es wäre noch nur dieser eine einzige Step mit auf 5 Sterne bringen und ich habe das schon mal gespielt, also off-camera, bevor ich hier das Let's Play mit dem angefangen habe. Das ist mega nervig, hier auf 5 zu kommen. Da muss der Park de facto perfekt sein. Ich habe keine Lust. An der Stelle höre ich auf und sage für mich, ich habe es geschafft. Es tut mir leid, wenn ich ein paar Leute von euch enttäusche. Nachdem wir ja zum nächsten Mal kommen, außer dass man zum nächsten Park kommt, für mich war die Challenge jetzt der T-Rex. Und ich habe es geschafft. Es kommen keine Folgen mehr zu Jurassic World. Also zumindest vorerst nicht. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Ich muss mal runterkommen und dann mache ich vielleicht wieder eine. Aber sicherlich nicht hier im Original Jurassic Park. Der hat mich aufgeregt, ganz ehrlich. Ja, so viel mal zu dem. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen. Wir machen uns hier mal wieder Bewegtbild und schauen uns den mal an. Nun, jetzt geht er natürlich im Wald rein. Mit kleineren Rückschlägen gedeiht der Jurassic Park prächtig. Und das trotz allen, die uns scheitern sehen wollen. Natürlich nicht rein. Oder unsere Saurier und unsere Forschung für sich wollen. Was die Menschen im Jurassic Park erleben, entzieht sich jeglicher Berechnung. Daran gibt es keinen Zweifel. Dennoch glaube ich, dass wir unsere Erwartungen noch übertreffen können. Wir werden die Besucherzahlen erhöhen. Mehr Gäste sollten die Bewertungen verbessern. Ja, genau wie eine höhere Artenvielfalt. Gemeinsam haben wir die Saurier in diese Welt gebracht. Nun bringen wir die Welt zu den Sauriern. Okay, dann ist er... Jetzt ist eine Krankheit ausgebrochen. Ja, ich habe keine Lust mehr, wirklich. Also wenn, dann werde ich mal beim nächsten Mal Mods installieren, weil ich werde wahnsinnig. Wirklich, wirklich wahnsinnig. Ja, schaut, dass der T-Rex jetzt da gerade weggegangen ist. Wisst was? Er ist da gerade am Schreien und nur damit wir ihn besser sehen, wenn wir hier mal den Wald kurz wegmachen. Wo ist er denn? Da ist er ja. Mal kurz. Na du, Großer? Oh, da war ein Glitch. Schreist bitte nochmal. Naja, okay. Aber er glitscht. Ja, das war's. Das wird vermutlich unser Thumbnail hier. Letzte Folge. Vorerst. Vielleicht in ein paar Monaten wieder. Also, bis dann hier auf dem Kanal. Ich gehe erstmal was trinken und beruhige mich. Bis dann.